Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Heute spielen Borussia Dortmund gegen Bayern München. Lewandowski hat den Ball, er startet. Aber der bekommt noch den Ball zu spüren. Er passt dem Falschen. Aber er kriegt den Ball noch rechtzeitig. Und macht eine Flanke. Und er macht Kopfball. Aber das war ein bisschen daneben. So, weiter Abstoß des Torwarts. Den Mann hat es hingelegt. Lewandowski hat den Ball. Und das war ein Foul. Das gibt natürlich wieder Abstoß von unserem. Ja, perfekt. Das war ganz knapp. Und es gibt wieder Freistoß von Ribéry. Vielleicht erzielen sie das 1-0. Aber dann doch nicht. Ja, er geht wieder raus. Perfektes Dribbling. Die Abwehr steht. Stand frei, aber nicht gelungen, Ja, schöner Kopfball. Ja, er geht weiter. Mal schauen. Ah, das war dann doch etwas. Er schießt. Trotzdem, der Torwart hat den Ball erwischt. Deshalb gab es kein Tor. Ja, Torwart macht Abstoß. Von der bayerischen Mannschaft rüber in die Dortmunder Hälfte. Doch, unser Spieler ist wieder zur Stelle. Lewandowski, er hat den Ball. Er schießt gleich das 1-0. Mit einem Nicht-Looper. Er hat es versucht, aber es ist ihm nicht gelungen. Jetzt haben wir auch schon gleich die Halbzeit und es ist noch kein Tor gefallen. Also entweder es gibt noch ein Tor oder es gibt kein Tor. Er probiert es nochmal. Er macht Tor! Er schießt das 1-0 vor der Halbzeit. Der Banaszkowski. Er hat das Tor, das 1-0 vor der Halbzeit. Hier sehen wir es nochmal in der Zeitlupe. Und fertig. Ball ist im Tor. Wunderbar gemacht. Und souverän. In der 43. Minute das 1-0 für die Dortmunder Mannschaft. Es gibt die Halbzeit. Und der Spielstand 1-0. Bayern hatte etwas weniger Glück heute. Aber das kann sich ja noch in der zweiten Hälfte ändern. Nun geht es auch schon weiter. Er macht die Grätsche. Es gibt einen Freistoß. Und bis zum Torwart. Anscheinend, was macht denn der Torwart? Anscheinend möchte er auch ein bisschen laufen. Er geht rüber bis zur anderen Hälfte. Das könnte gefährlich werden. Aber naja, er trickst die andere Mannschaft aus. Und es gibt das Tor! 2-0 für Dortmund. Weidenfaller, der Torwart der Dortmund, macht das Tor. Und es ist fabelhaft gemacht. Und ja, kommt auch die Auswechslung. Weihrauch geht rein. Mandzukic geht raus. Von der bayerischen Hälfte. Vielleicht gibt es da noch Glück, das Tor auszugleichen. Nun, ja. Und das Tor, das nächste Tor, 3-0 Lewandowski. Nun hat Bayern wieder den Ball. Und ja, die Grätsche ist nicht gut gelungen.
Das war nicht so, aber es müsste schon gut sein. Er macht ein bisschen Tricks, die ihm auch nicht gut gelingen, denn der Gegner hat den Ball. Es gibt wieder. Oh, der Tor, der Ball wäre fast im Tor gewesen wieder, aber es war ja. Der Tor möchte wahrscheinlich wieder raus. Schauen, vielleicht gelingt es ihm ja. Er probiert es. Weiß nie, das war natürlich nicht so toll. Aber es gelingt ihm natürlich wenigstens bis zur Hälfte zu kommen. In der 88. Minute sind wir schon angelangt. Und 3 Minuten Nachspielzeit. Vielleicht gelingt es dem Torwart noch, dem Spieler, das Tor. Aber nein, das war natürlich knapp daneben. Hier sehen wir es nochmal in der Wiederholung. Und das war's auch schon. Wir haben den Erfolg freigeschaltet. Und noch einen. Und das war das Spiel. Sie haben alle beide gut gespielt. Doch eine Mannschaft muss ja gewinnen. Ich freue mich, dass es Ihnen gefallen hat. Und wir sehen uns ja dann wieder beim nächsten Mal. Der Spielstand steht 3:0 für die Mannschaft. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.